So, wir nehmen uns jetzt einen weiteren Kandidaten vor. Es ist Apologetik absolut, der Josef. Der Josef, der ist gar nicht mal auf der Erde, der ist ganz woanders mit Gedanken. Der ist auch ein, der hört sich immer so lieb an, so lieb und nett, aber das ist ein richtiger Ranziger. Der ist ziemlich link, muss man schon zugeben. Das sieht man auch seinen Gesichtsausdrucken, immer wieder redet, immer so komisch halt. Auf eine Art und Weise ganz anders als Amir Rapur und so die ganzen. Die sind immer so am Beleidigen, Beschimpfen, lachen immer aus. Er ist wiederum so lieb und nett, so im Hintergrund. Aber wenn er so ein Video anschaut, da kann er auch mal so lachen, ja. Dann gibt er so Smileys und so weiter, lästert auch, ja. Oder beleidigt auch, beschimpft auch. Oder befürwortet die Leute, die halt beleidigen, beschimpfen und so weiter. Deswegen ist er auch im selben Topf drinne. Ja, sag ich ganz ehrlich, ja. Und er ist ein Ranziger, der ist wirklich link. Seine Philosophie, so wie seine Denkensweise über die Bibel und was weiß ich, über die Religion, ist weit, weit, weit außerhalb der Erde. Auch nicht Mond oder so, ja, ganz noch weiter weg, noch weiter weg. Der ist schizophren pur. Er hat so manchmal Gedanken, er sagt immer manchmal, kann Gott gerecht sein und gleichzeitig gerecht? Gottes Gerechtigkeit ist, also barmherzig, sagt er. Kann Gott barmherzig sein und gleichzeitig gerecht? Gottes Barmherzigkeit ist seine Gerechtigkeit und seine Gerechtigkeit ist die Barmherzigkeit. Und er ist über deine Vorstellungskraft, Gott. So wie in der Bibel steht, 2. Mose war es, glaube ich, irgendwo in 2. Mose steht es geschrieben. Und damit kommt er immer an. Kann gleichzeitig Gott gerecht sein und barmherzig sein. In 2. Mose Kapitel 9, Vers 14 steht geschrieben, Gott gleicht niemanden. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Laysa kamithli shay, Gott gleicht niemanden. Und dieser Mensch sagt, kann Gott gerecht sein und gleichzeitig barmherzig sein? Gottes Gerechtigkeit ist über deine Vorstellungskraft. Gottes Barmherzigkeit ist über deine Vorstellungskraft. Du mit deinem kleinen Gehirn kannst du nicht Gottes Gerechtigkeit und seine Barmherzigkeit verstehen. Ja, weil was sagt er? So, sag mal, die Muslime, die können mir nicht antworten. Kann Gott gleich gerecht sein und gleich barmherzig? So tut er auch so auf den Schlau so. Ja. Ja, so immer so schlau. Also ganz ehrlich, Josef, wir wissen, wie link du bist, was für ein Ranziger du bist. Ganz ehrlich gesagt, weil ich habe einmal mit ihm diskutiert. Das allererste Mal hat er mir mal angeschrieben. Er hat mir dreimal gesagt, komm her, lass uns diskutieren und dies und das. Da habe ich gesagt, komm, lass uns telefonieren oder so. Da meinte, nee, telefonieren nicht, über Hangout. Und ich habe gedacht, Hangout ist wie Skype. Bei Allah, ich schwöre bei Allah. Ich habe gedacht, Hangout ist wie Skype, so ganz normal so ein Chatraum, wo man halt telefonieren, reden kann, diskutieren kann und so weiter. Und da habe ich ihn, hat er mich halt so einen Link geschickt, bin ich da reingegangen und habe dann mit ihm diskutiert. Und am Ende habe ich irgendwie festgestellt, der will irgendwie, der meinte irgendwas von veröffentlichen und dies und das. Da meinte ich, wie veröffentlichen, was wir veröffentlichen? Ich erlaube es dir nicht zu veröffentlichen. Ja? Ja, aber wieso? Haben wir doch gesagt, zu veröffentlichen. Das meinte ich, erlaub's dir nicht. Ich wusste nicht von vornherein, dass es veröffentlicht wird. Nicht, dass ich jetzt irgendwie Angst habe, dass ich irgendwelche Fehler gemacht habe. Wenn man die ganze Diskussion hört, dann sowieso da ist nichts daran. Also da gibt es einfach nichts. Aber ich will nicht, dass du veröffentlichst. Ja? Weil ich bin nicht damit einverstanden, aus dem Grund, weil ich von vornherein nicht wusste. Und wenn ich von vornherein nicht weiß, dann will ich auch nicht, dass du veröffentlichst. Und dieser ranziger, linke Bazille hat es trotz allem veröffentlicht. Sag jetzt ehrlich, Bazille. Warum Bazille? Weil er ohne mein Erlaubnis, ohne dass ich ihn erlaubt habe, einfach veröffentlicht hat, obwohl bei dieser Diskussionsrunde nichts gibt, wo man sagen kann, also nichts. Also jetzt werden sie sagen, ja, aber warum denn nicht? Warum hast du denn Angst oder was? Nein, ich muss von vornherein wissen, dass eine Sache veröffentlicht wird. Und dieser hat es gemacht und das ist es hier. Hier, diese 1 Stunde und 37 Sekunden, ja. Also es ist vor 2 Jahren gewesen, wie gesagt. Das hat er einfach veröffentlicht. Könnt ihr euch vorstellen, dass ich mit einem Christen eine Diskussion führe und der ist nicht damit einverstanden. Jetzt kommen die nicht mit den Personen an, den ich gar nicht seinen Namen erwähnen will, ja. Weil die werden dann sagen, du hast ihn auch veröffentlicht. Mach mal Kamera. Ich will jetzt seinen Namen gar nicht erwähnen, das ist für mich ja, weg. Also ich ist bei mir weg jetzt. Ich würde den Namen gar nicht erwähnen, weil alles wurde schon dazu erwähnt. Aber nicht, dass sie damit ankommen, ja, du hast du ihn auch veröffentlicht. Das war anders. Es ging hier um Beleidigungen, Beschimpfungen, um Bedrohung und was weiß ich was. Das ist was anderes. Aber ich habe niemals mit Christen eine Diskussion geführt, eine Debatte geführt und der Christ hat gesagt, nein, ich will nicht das veröffentlichen und ich habe das veröffentlicht. Kann mir kein Mensch beweisen. Ich habe hier ohne Ende mit Theologen gesprochen.
mit Leuten, die Theologie studiert haben, mit Pfarrern und so weiter und Leuten gesprochen und ich habe die Gespräche bei mir hier aufgezeichnet und keineswegs habe ich das einmal veröffentlicht. Niemals würde ich das tun ohne deren Erlaubnis. Und dieser Ranziger, diese linke, also Bazille, sage ich ganz ehrlich, hat das einfach veröffentlicht ohne meinen Erlaubnis und das zeigt, wie link der ist. Klar, bin ich abgesichert? Nein. Also da gibt es auch nichts. Mir ist es egal. Es geht hier nur um Vertrauen. Nur um Vertrauen. Es geht hier wirklich nur um Vertrauen. Und Josef ist so einer. Josef ist ein Linker. Also der ist wirklich, der sieht so nett aus und brav und dies und das, aber keineswegs. Und der philosophiert auch so rum mit seinen schizophrenen Gedanken, der holt so manchmal so Sachen aus, wo es langweilig, wo man... Wann endet denn das Video? Oh, warum kommt da? Komm mal zur Sache, Junge, ey. Was willst du überhaupt? Und er tut immer so, ob er Wissen hat. Er hat keineswegs Wissen. Wo ist sein Wissen? Wo ist sein Wissen? Ja, sein Wissen ist 0,00000. Ich habe mir am Anfang gedacht, auch vor 2 Jahren, der hat vielleicht ein bisschen Wissen oder so. Nachdem ich so ein paar Videos gesehen habe, der sieht ja Gott wie Transformers, ja? Ja, wie Transformers. Kennt ihr Transformers, ja? Transformers. Genauso sieht er Gott. Mal ist er Mensch, mal ist er Gott. Drei Personen, einem Wesen. James White hat gesorgt. Unser James White. Wer ist James White, Mann? Wer ist James White? Das ist nicht mal richtiger. Wer ist James White? Dass er überhaupt James White mit anderen Theologen vergleicht, die ganz anders die Bücher geschrieben haben, so dicke, fette Bänder geschrieben haben, dass er so jemanden James White mit denen vergleicht, ist schon lächerlich. Der kannte nicht mal Ulrich Lutz. Ein Christ für mich, der Ulrich Lutz nicht kennt, den Exeget und dann noch von den christlichen Büchern. Das ist wie Ibn Kessir. Ibn Kessir im Christentum. Ja? Der hat er nicht gekannt. Ja? Stefan Schreiber kannte er auch nicht, ja. Ich kann noch mehr aufzählen, er kennt gar nicht diese Leute, obwohl diese Leute, stellt mal vor, ihr fragt einen Muslim, der ganz nach Videos macht und sagt, ja, ich bin Christ, ich kenne mich richtig gut aus, er kennt es eben kassieren, nee, kenne ich nicht. Ja. Ja, kennst du Ulrich Lutz? Nee, kenne ich nicht. Er wird jetzt sagen, nee, Ulrich Lutz interessiert mich nicht. Jeder Exeget nimmt seine Exegese. Jeder Exeget nimmt seine Exegese. Das ist wie eben die Kassier, wie gesagt, für die Muslime so ungefähr sinngemäß. Ja, wenn man da reinschaut, da wird man auf jeden Fall auch schlauer. Aber ich glaube, die Bücher sind viel zu teuer für ihre Apologetik. Ja, der holt ja so diese Kinderbücher und liest seine Kinderbücher aus der Bibel und lernt irgendwas. Ja, also ganz ehrlich gesagt, der hat kein Wissen. 0,000. Aber philosophiert halt rum. Ja, die Muslime, ich habe Ramazan gefragt über dass Gott getäuscht hat. Getäuscht hat, ja. Und er konnte mir nicht antworten. Diese Meckerullah, Wallahu Khairul Mäkirin, ja, dass Allah halt, dass sie Pläne gemacht haben und Allah hat einen Plan gemacht und Allah ist der beste Planer, diese Ayah aus dem Koran halt, ja. Nimmt er und sagt, ja. Und da habe ich ein Video gemacht, weil ich habe das erst danach verstanden, weil es war nicht das Thema. Das Thema ging um Jesus, über Gott oder Prophet, das ist in diesem Debatte. Aber ich habe auch mit einer Debatte gemacht, die jeder Muslim, der mich manchmal fragt, ja, welches Video kannst du mir empfehlen oder jeder Christ. Ich sage immer, guck dieses Debatte an zwischen Apologetik und mir, weil erkläre ich wirklich den Tauhid, Rububiyya, Uluhiyya, Esma wa Shifat, Tauhid erkläre ich da. Ja, komplett aus der Bibel und aus dem Koran, vereinbar, so komplett, damit die sehen können, der Koran und die Bibel ist identisch. Tauhid, Rububiyya, Uluhiyya und Esma wa Shifat ist in der Bibel zu sehen. Ja, die Eigenschaften und so weiter und in der Ibadah und in der Rububiyya, ja. Ist alles zu sehen in der Bibel. Ja, aber nein, er hat das nicht verstanden. Er kommt irgendwas mit Paulus, Maulus und dies und Geist und Heilige Geist, dies und das, obwohl er wirklich gar nicht eingegangen ist. Die Sachen, die ich eigentlich, obwohl es ganz um was anderes ging, um Jesus, ob Jesus halt Prophet ist oder Gott ist. Und er hat aus dem Neuen Testament rausgeholt, aber nicht aus den 4 Evangelien, meistens halt die Johannesbriefe und was weiß ich, was hat er rausgeholt. Aber egal, ich habe ihn schon ignoriert danach und hatte keinen Nerven mehr gehabt auf diese Sachen. Auf jeden Fall meint er mit diesem Meckerin, ja, da habe ich gesagt, Jeremia Kapitel 4, Vers 10, sagt was? Gott in der Bibel, steht geschrieben zumindest, dass er bitter getäuscht hat. Ja, in dem Video habe ich das gesagt. Da habe ich gesagt, pass mal auf, in Jeremia Kapitel 9, Vers 18 steht geschrieben, dass Gott recht leitet, verhärtet, wen er will und recht leitet, wen er will. Und genauso auch 2. Mose Kapitel 23, Vers 27 steht geschrieben, dass alle Völker in die Irre geführt hat. Gott, der Bibel, Gott im Koran, nein, Gott in der Bibel, dass alle Menschen in die Irre geführt hat. Ich meine, was, wie ist das allein? Weil er gesagt hat, diese Ey aus dem Koran, dass Allah der Täuscher ist, das hat ihn dazu gebracht, dass es nicht die Wahrheit sein kann.
Ich meinte, guck mal an, in deinem Bibel steht geschrieben, dass er bitter vorgetäuscht hat. Da muss er dein Bibel ablehnen. Da steht einiges geschrieben in der Bibel. Die wissen aber nicht, was in deren Bibel geschrieben steht. Die sind wirklich nur fixiert an diesem Transformer Jesus, ja? Mal Gott, mal Jesus, mal Mensch, mal Gott, mal Mensch. Ja, Jesus wusste nicht über die Stunde, ja, er war ein Mensch gewesen. Ja, Jesus wusste nicht über den Feigebaum, ja? Markus 23, Vers 27, ja? Oder so. Oder die anderen Stellen halt, ja? Dass er wusste nicht mal, wann die Zeit der Ernte war. Ja, da war ja was anderes gewesen. So und so, bist du voll weg, ganz anders. Ja, der Verstand ist ganz woanders. Nicht mal auf der Erde, ganz, ganz woanders, in einem Ort, wo die ganzen Satanen sind. Und dann die ganzen Satanen, ja, und die flüstern ihn ein und der kommt dann wieder zurück. Ja, das war so, so, so. Und dann denkst du, ja, boah, Alter, wo hast du das, ja? Ja, ich glaube nicht, dass James White an sowas glaubt, ja. Auf jeden Fall hat er jetzt ein Video gemacht. Ich will jetzt nicht lange darauf einziehen. Auf jeden Fall haben wir eine Debatte gemacht. Das sagt ganz ehrlich, für die Christen, die Tauhid verstehen wollen, Rububiyya, Esma wa Shifat und Uluhiyya, die werden auf jeden Fall, sollten die das Video anschauen, gegen Apologetik absolut, zumindest meine Diskussion, wo ich da aus der Bibel komplett alles raushole. Und die werden verstehen den Islam, inshallah, dass es mit Bibel vereinbar ist, die Lehren des Islams und nicht, dass wir an so einem Transformer Gott glauben. Ja, mein Gott, mein Mensch und dies und das. Jetzt gucken wir uns mal das Video einmal an, was er hier gemacht hat. Naja. Immer dieser Spruch kennt zwischen die sagen, ja, aber er hat zu seinem Vater gebetet, sagen die immer. Genau. Und nicht zu Gott. Ja und? Aber er ist doch sein eigener Vater. Er ist doch der Vater. Er ist doch Gott. Also ich habe gesagt, das ist sein eigener Vater, Jesus ist sein eigener Vater, ist doch Gott. Und das nimmt er jetzt als Beweis dafür und will mich damit fertig machen. Aber nicht zu Gott. Das hat sie quasi so dahingestellt, als ob das eine Ausrede wäre, als ob das seltsam genug wäre, widersprüchlich genug wäre, dass der Jesus zum Vater betet und gleichzeitig derselbe Gott sein soll wie der Vater. Sagt sie ja, und das sagen die Christen eben, Jesus hat gebetet zum Vater, aber nicht zu Gott. Darauf Ramadan, ja und? Aber er ist sein eigener Vater. Er ist der Vater. Also hat er zu sich selbst gebetet. Ramadan, ja, er ist doch Gott. Obwohl er im Gespräch mit Astrid am Telefon sagt, ja, er ist sein eigener Vater. Ja und? Er ist der Vater. Hm. Wo nimmt er diese Definition der Dreieinigkeit her? Wann in der Vergangenheit gehörte es zum klassischen Standpunkt der Gemeinde Jesu Christi, dass der Sohn der Vater sei? Da bräuchten wir auch gar nicht von einer Trinität reden. Wenn der Sohn, wenn Jesus sein eigener Vater ist, ja. Verzeihung. Erinnert mich gerade an so einen Ausspruch, ja. Unglaublich. Frau gebiert ihren eigenen Vater. Ja, daran glaubt ihr. Logisch betrachtet. Ja, er ist sein eigener Vater. Er ist der Vater. Da müssten wir von keiner Trinität reden. Nein, es sind drei Personen, die dass der eine Gott sind. Ja, die biblische Lehre der Trinität besteht aus diesen vorher drei genannten Wahrheiten. Und daraus geht eindeutig hervor, ja, dass der Vater nicht der Sohn ist, der Sohn nicht der Vater nicht der Heilige Geist und der Heilige Geist nicht der Sohn oder der Vater. In der Diskussion, die ich mit ihm hatte, habe ich ihn gefragt, ob er die biblische Lehre der Trinität definieren könnte. Und ich möchte euch das am Anfang zeigen. Da sagt er, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist sind nicht ein und dieselben Personen. Also, ja. Jo. So, jetzt sind wir hier. Kamera auf mich. Also ich habe gesagt, Jesus ist ja sein eigener Vater. Erstmal, Jesus betet doch in mehreren Stellen Gott an, oder? Gott an. Gott ist der Vater. Richtig? Gott ist der Vater. Und Jesus betet Gott an. Richtig? Matthäus 26, Vers 39, da fiel er auf sein Angesicht und betete Gott allein an. Und mehrere Stellen in der Bibel. Ne? Und jetzt ist meine Frage, wen betet denn Jesus an? Er betet den Vater an. Wer ist Jesus? Jesus ist auch Gott. Gott betet den Vater an. Gibt es zwei Götter oder ein Gott? Es gibt nur einen Gott bei denen. Jesus betet seinen eigenen Vater an. Jesus betet Gott an. Jesus ist Gott, der eigene Vater anbetet. So habe ich das rübergebracht. So habe ich das gemeint. Jesus ist Gott. Ist der Vater Gott? Ist der Vater ist auch Gott.
Oder ist es der Vater ist was anderes, Gott? Oder wollen Sie jetzt sagen, die drei sind nur in einem dann Gott? Also Vater kann man nicht Gott benennen, Jesus kann man nicht Gott benennen, den Heiligen Geist kann man nicht Gott benennen. Nee, das sagen die ja, glaube ich, nicht, oder? Das wäre mir auch wieder neu. Die sagen, Jesus ist Gott, der Vater ist Gott, der Heilige Geist Gott. Alle drei sind eins. Und ich sage, wenn Jesus Gott ist, der Vater ist Gott, und Jesus betet an in Matthäus 26, Vers 39 und in mehreren Stellen, dann betet Jesus wen an? Den Vater an. Und wenn Jesus Gott ist und der Vater ist Gott, dann betet er sich selbst an. Das ist ungefähr. Was ist daran so schwer zu verstehen? Klar, eure Lehre ist einfach irre Lehre und ihr werdet es nie verstehen. Außerdem gibt es ja in Jesaja, glaube ich, Kapitel 9, Vers 5 muss es sein, Allahu a'lam, da heißt es ja Vater, Kraft und vielleicht, da wird ja ein bisschen Jesus beschrieben. Ich habe mit einigen Christen gesprochen, da meinte es der Vater, Jesus der Vater. Diese Lehre gibt es heute bei einigen Christen. Ihr habt es ja dazu geführt, dass diese Menschen so tief in die Irre gegangen sind, dass sie daran glauben, dass Jesus der Vater ist. Die sagen, da steht da, er ist der Kraft, Vater, Kraft wird er genannt und so. Ihr kennt diese Stelle, ja, das kennt er auch. Ja, ich muss es jetzt nicht unbedingt jetzt aufzeigen, ja, das ist unwichtig. Auf jeden Fall Kraft und Vater wird er genannt. Und das nehmen die da raus, dass er, Vater, Kraft, Gott, glaube ich, wird er genannt. Und dies nehmen die raus, dass er Gott ist, dass er der Vater ist. Dass er der Vater ist, dass Jesus der Vater ist. Deswegen habe ich gesagt, guck mal, er betet seinen eigenen Vater an. Jetzt, Geistchristologie, wann ist es entstanden? Clemens von Rom und Ignatius waren ja diejenigen gewesen, die gesagt haben, der Christus ist im Vater. Ja, der Christus ist im Vater. Daran haben wir geglaubt, die haben gar nicht daran geglaubt, dass der Heilige Geist. Ich frage dich mal, die Frühchristen, die ersten, zweiten, dritten Jahrhunderts bis Tertullian, gab es gar nicht die Trinität. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Sogar Tertullian hat es abgelehnt, indem er gesagt hat, was? Jesus ist nicht von Anfang an da gewesen. Ja, das hat er sogar abgelehnt, weil ihr glaubt ja an die Präexistenz, dass er von Anfang an da gewesen ist. Das ist sogar noch später entstanden. Ja? Und woran haben die geglaubt? Woran haben die geglaubt? Die ersten, zweiten, dritten Jahrhunderte? Überlegt mal, wen hat der Ignatius geglaubt? Wen hat der Justin der Märtyrer geglaubt? Haben die geglaubt an die Trinität, an den Vater, an den Heiligen Geist, dass sie alle drei eins waren? Ja? Und die haben da geglaubt daran, dass in Jesus das göttliche Wesen herabgestiegen und daraus wurde dann Fleisch. Daran haben die geglaubt. Wer? Ja? Ignatius und Clemens, also Clemens von Rom. Er ist 107, glaube ich, ungefähr, circa, gestorben. Aber nicht an den Heiligen Geist haben die geglaubt. Die haben nicht daran geglaubt, an den Heiligen Geist. Die haben gesagt, manche haben gesagt, Vater, Sohn, ist es beides in eins? Ja? Beides sind eins. Da gab es keine Trinität, der Vater, der Heilige Sohn, der Heilige Geist und so weiter. Das ist doch viel später entstanden. Das sollst du doch wissen. Überleg mal, du glaubst an eine Lehre, die viel später entstanden ist, die nicht von Jesus aus entstanden ist. Und daran folgst du einfach. An die Heidenchristen folgst du. An die Schweinefresser folgst du. Die Leute, die Christen, die Schweine essen, erlaubt erklärt haben. Ja, das ist mein Spruch jetzt mittlerweile, Schweinefresser. Ja, aber was sollen wir machen jetzt hier? Hä? Und dann vergleicht er irgendwas, was sollen wir machen? Also das ist, ihr glaubt daran, dass Jesus Gott ist. Ihr glaubt daran, dass der Vater Gott ist. Jesus betet aber Gott an, das ist das Problem. Jetzt betet Jesus Gott an. Ja, der wurde aber der Fleisch, deswegen hat er Gott angebetet. Aber er ist ja auch Gott. Er ist ja auch Gott. Gott betet Gott an. Gott betet Vater an. Der Sohn betet Vater an, betet sie selbst an. Der Vater ist ja Gott. Der Sohn ist ja Gott. Das meinte ich damit, ja? Und nicht anders. Was hat er so rübergebracht, wie was weiß ich was gesagt? Jetzt gucken wir uns mal weiter an, was er noch hier sagt. Das ist sehr interessant. Hier. Hör mal diesen Ausschnitt an, aus der Diskussion mit Ramazan. Nee, das ist ja so, die meisten Christen, die wissen nicht, was die Trinität ist. Guck mal, ich weiß, was die Trinität ist. Also, die Trinität ist der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, drei Personen, eine. Der Vater hat eine eigene Aufgabe, der Sohn hat eine eigene Aufgabe, der Heilige Geist hat eine eigene Aufgabe. Am Ende ist es angeblich ein Gott. Also glauben einige Christen. Okay? Mhm. Und so glauben auch die Mehrheit eigentlich der Christen. Nur, die sagen nicht, dass Jesus Gott ist. Habe ich gehört? Die sagen, dass Jesus nicht Gott ist. Die Mehrheit der Christen glauben daran, dass Jesus nicht Gott ist, sage ich hier. Ich sage nicht die Mehrheit der Glauben, weil die glauben daran, dass Sohn Gottes ist. Aber nicht Gott. Das hat er wieder ausgelassen. Das heißt, die Trinität ist wieder gebrochen. Die Trinität ist wieder gebrochen. Weil wenn die Mehrheit der Menschen nicht glauben, dass Jesus Gott ist, also das habe ich jetzt gesagt, aber es sagt viel mehr. Wir gucken ja gleich noch das andere Video an. Ne? Das ist nicht das Einzige. Weiß ich nicht.
wie weit du Bücher gelesen hast, aus den Büchern, also aus theologischen, wissenschaftlichen Büchern, holt man das genauso auch raus. Guck mal, die Leute, diese Theologen und Wissenschaftler und die ganzen, die sind ja nicht so dumm auf den Kopf gefallen. Die können Hebräisch, die können Griechisch, die wissen ganz genau, was die Wörter halt zu bedeuten haben. Die haben es festgestellt, dass der Vater eigenes Person ist, der Sohn eigenes Person, der Heilige Geist eigenes. Richtig, von der Bibel her kann man das echt so, muss man das so sehen. Also, diese Diskussion fand statt am, zumindest habe ich sie hochgeladen, am 29.01.2017. Ja. Ah, richtig. Diese Diskussion hatte ich mit Ramadan vor fast 2 Jahren. Ohne mein Erlaubnis, ja, ohne mein Erlaubnis. Nochmal nebenbei, ich mache meinen Hack sowieso für diese Leute nicht halal, aber die haben ja gar keinen Hack, die haben ja gar keinen, was haben die denn? Guck mal an, wie ich sehe wirklich, ich habe wirklich so gute Menschenkenntnisse. Dieser Mensch hier, vom Feinsten, sein Gesicht ist so verlogen, so eklig verlogen, penetrant. Wallahi billahi, Allah hat uns wieder mal ein Zeichen gesetzt, wie er lügt. Überleg mal, ich habe ihn nicht erlaubt. Ist doch egal, ich habe dir nicht erlaubt. Wieso hast du es hochgeladen, sag mal? Ohne meine Erlaubnis. Kannst du dir vorstellen, wenn ein Christ mir Nein sagt, ich würde mein Versprechen halten, trotz allem. Auch vielleicht habe ich das falsch verstanden, vielleicht kenne ich mich nicht aus mit Hangout, vielleicht wusste ich gar nicht. Dann musst du sagen, okay, Ramazan, du wusstest nicht Bescheid, okay, Mann, ich bin ja fair, ich bin ein Christ. Nein, ich habe ja mit ihnen eine Debatte geführt, genau, das will ich auch nochmal kurz zusammenfassen. Wir bleiben hier stehen, aber ich fasse nochmal zusammen. Ich habe mit ihnen eine Debatte geführt. Ihr kennt ja die Debatte, wo ich auch wusste, dass es aufgezeichnet wird. Da haben wir bis zum Schluss geredet und der war wirklich am Schwitzen. Der war so, das hängte so richtig runter, habe ich gesagt, ey, du bist ja voll am Schwitzen und so. Auf jeden Fall hat er das dann weiter aufgezeichnet. Obwohl wir gesagt haben, nur die Debatte. Und dann haben wir noch ein bisschen so, ich habe gedacht, vielleicht können wir noch ein bisschen reden, austauschen und so, dann bin ich ein bisschen lockerer. Da weiß ich, okay, das wird nicht veröffentlicht. Dann ist ja klar, weil die Leute, die gucken sich das an, ist ja anders. Ne? Dann muss man halt, das sind zwei verschiedene Schuhe, wie man redet halt. Ne? Ich rede ein bisschen anders, klar, vor Kamera als ohne Kamera. Das ist auch normal, oder? Weil andere Leute auch gucken, dann will man auch keinen Fehler machen, dann will man auch aufpassen und nochmal auf Redeart und so weiter. Und ich meine, die ganze Leitung war auch hin und her mal weg gewesen. War auch schlechte Leitung gewesen, Hangout. Deswegen mag ich Hangout gar nicht. Auf jeden Fall habe ich gesagt, nur die Debatte. Da hat er gesagt, auch Debatte. Da war auch nur Christ dabei, der ist Zeuge. Vielleicht, wenn er sich das anguckt, er ist Zeuge. Und immer mal weitergeredet und da habe ich gemerkt, er nimmt es immer noch auf. Das wird immer noch live weiter vorgetragen, obwohl wir gesagt haben, nein. Und da hat er gesagt, ja, aber es wird ja sowieso live noch vorgetragen, eine halbe Stunde. Ich meinte, was? Ey Junge, wenn du das tust, sag dir ganz ehrlich, weil das ist so listig, also das geht gar nicht. Dann meinte, doch, damit warst du einverstanden, Ramazan, damit warst du einverstanden. Ich meinte, nein, damit war ich nicht einverstanden. Und wir haben hier deinen Bruder, der ist ja dabei gewesen, also ein Christ, und der ist Zeuge. Und dann meinte er, ich glaube auch, wir waren nicht einverstanden. Da hat er sich das, glaube ich, nochmal am Anfang nochmal angehört, diese Aufnahme nochmal angehört, wo wir halt, wo ich gesagt habe, bis jetzt und das war's. Und meinte, okay, hast du recht. Ich nehme es doch nicht rein. Aber zum Glück war der Christ dabei gewesen, ansonsten hätte er das auch abgelehnt. Also er ist so eine Bazille. Ja? Er ist wirklich eine Bazille. Und dann ist er gleich gegangen. Er hat gar nicht mal geredet oder so. Es geht ihm nur um Veröffentlichen. Das geht ihm gar nicht, dass man jetzt hier irgendwie Wahrheit redet, zusammenredet, bla bla. Das geht ihm nur um Veröffentlichen, nur um Augendienerei. Es geht ihm nur um Augendienerei, nicht mehr. Ja? Und das sagt ihm einiges aus. Wie gesagt, ich war damit nicht einverstanden gewesen, er hat trotzdem hochgeladen. Aber egal. Ich habe da nichts zu verstecken, hier gibt es nichts, wo man mich jetzt hier entlarven kann oder wo ich irgendwas sage oder so. Nein, das geht nicht darum, es geht einfach nur um Prinzip. Es geht hier wirklich nur um Prinzip, es geht hier auch ein bisschen um Vertrauen. Wenn ich sage, es soll nicht aufgezeichnet werden, dann soll es nicht aufgezeichnet werden. Ne? Wir reden ja hier, wie gesagt, ja, was hat er mich jetzt erwischt, was hat er davon? Ja, und ich, obwohl ich nicht vorbereitet, ich war auch gar nicht vorbereitet, sag ganz ehrlich, ich war keineswegs vorbereitet, nichts, ich hatte nichts in der Hand gehabt, gar nichts, ich habe einfach nur geredet, gar nichts. Ja, aber egal, wir machen hier mal weiter ganz schnell, damit das Video auch jetzt ein Ende hat. Damals hat er selber gesagt, ja, ich rede von der Mehrheit der Christen. Mehrheit der Christen. Nicht der Vater, nicht eins zu eins der Vater. Mehrheit der Christen für was? Mehrheit der Christen, dass Jesus nicht Gott ist. Das sage ich doch ist da. Ist der Sohn Gottes? Ja, Gott selbst auch. Aber nee, Gott selbst nicht. Nicht der Vater, habe ich gesagt. Glaube ich auch nicht, sonst hätten wir auch keine Trinität. Ja, wenn Vater und Sohn... Der Heilige Geist, nur eine Person wären, nur eine Person in einem Gott und nicht drei Personen in einem Gott. Oder drei Personen, die Anteil haben an dem einen Wesen Gottes. Deine Erose billah, Gott bewahre. Ich will nicht jetzt Gott lästern. Wallahi, weil dieser Mund allein schon, das auszusprechen ist schlimm.
aber die halten Gott. Sag lieber nicht Gott. Ich halte, sag mal lieber ein Wesen, sagen wir mal. Ein Wesen als Missgebot. Subhanallah. Subhanallah. Die sagen Gott, Vater, Sohn. Und ich stell mir vor, jetzt kommt etwas auf die Welt, wo der Vater und der Sohn beides zusammen auf die Welt kommt. Was würden wir dann sagen? So ungefähr sehen die so Gottbissen. Die sagen, einem Wesen, sagen die. Zwei Personen, einem Wesen. Oder drei Personen mit dem Heiligen Geist, der sowieso schon ausgelassen wurde im Alten, im Neuen Testament. Der Heilige Geist als Gott kommt gar nicht im Neuen Testament vor. Gar nicht. Das will ich auch inshallah widerlegen. Oder widerlegen, was heißt widerlegen? Ein Aufklärungsvideo machen, inshallah, bismillah. Aber der Heilige Geist kommt gar nicht vor. Es wurde auch, wie gesagt, aus dem 1., 2., 3. Jahrhundert erstmal abgelehnt. Wurde abgelehnt. Bis zum 3. Jahrhundert wurde abgelehnt. Wie gesagt, Tertullian war einer der ersten gewesen, der die drei in einem gemacht hat, aber ohne dass Jesus ewig war. Ohne dass Jesus ewig war. Also immer noch nicht dieselbe Lehre, an was diese Leute glauben. Ja, weil die glauben daran, dass Jesus ewig ist. Von Anfang bis zum Schluss war er da gewesen. Und das hat Tertullian nicht geglaubt. Jetzt, wo sind wir stehen geblieben? Na, wir gucken uns weiter an. Das wollte ich nur mal sagen, weil das ist Subhanallah, wirklich Subhanallah. Und dann werden wir auch von keiner Trinität reden müssen. Hm? Aber wir sind vom dreieinigen Gott. Egal, wir gucken mal jetzt an, was ich hier sage. Wir drehen mal den Spieß hier ein bisschen um. Warte mal. Was ich glaube oder was ich bin. Genau, an was glaubst du denn? Also, weil es gibt ja Christen, verschiedene Christen. Es gibt Christen, die sagen, Jesus, also die meisten Christen von früher, ja, vor, ich würde mal sagen, noch vor 10, 15 Jahren, ja, also früher meine ich jetzt nicht. Ich rede jetzt von der älteren Generation, ja, die älteren Generation. Also ich rede hier wirklich von der älteren Generation. 100 Jahren oder vor 1000 Jahren, früher meine ich vor 10, 15 Jahren, da war es natürlich so, der Vater... Der Heilige Geist, ja, und am Ende war es natürlich Jesus nicht Gott. Mittlerweile. Jesus nicht Gott. Keine Ahnung, wie es dazu kommt. Weil ich daran glaube, dass viele Christen, sehr viele Christen daran glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist und nicht Gott direkt. Die glauben wirklich, dass Jesus Gott ist. Die Freikirche hat es natürlich geändert. Die haben das so ein bisschen so klar gemacht, so ob das jetzt so stand gang und gäbe wäre. Aber viele kommen damit nicht klar. Die älteren Generationen, wenn du mal die fragst, die glauben daran, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Ja, obwohl es vor, ich kann mich gut erinnern, wo ich früher Christen kennengelernt habe oder wenn ich mit alten Leuten spreche, mit alten älteren Generationen, die älter sind, die, keiner von denen glaubt, dass Jesus Gott ist. Keiner. Und die sagen sogar, das ist bescheuert, das ist dumm. Ja, weil ich die Erfahrung gesammelt habe. Daran glauben, das ist Gott. Ich rede jetzt vom Christ, nicht vom Muslim oder so, ja. Und meine Frage, weil es gibt... Also siehst du, das hat alles ausgelassen, ne, was ich hier gesagt habe. Ich glaube daran, dass der Vater, Sohn, der Heilige Geist, ja alle drei eins, aber die meisten glauben daran nicht, dass der Sohn Gott ist. Glauben viele Christen nicht. Sagen wir mal so, viele Christen glauben nicht, aber es sind die älteren Generationen so. Ich habe mit Leuten gesprochen, die 70 sind, 80 sind, 85 wird, so 60, 70 und die haben alle gesagt, Sohn Gottes, Jesus ist der Sohn Gottes, Jesus ist nicht Gott. Das wollte ich Ihnen sagen, ne? Und nicht die drei in einem. Verschiedene Christen. Es gibt wirklich Christen, die ich kennengelernt habe, die gesagt haben, drei, also Jesus ist Gott. Es gibt Christen, die gesagt haben, nee, Jesus ist nicht Gott, sondern Sohn Gottes. Das Sohn ist ja. Gottes. Mhm. Ja. Ja. Und was glaubst du, damit ich einfach nochmal so ein Bild machen kann, weil ich habe gehört, wenn es der Vater ist. Dreht er ein biblisch-christliches Weltbild? So wie es aus der Bibel, sich aus den Aussagen der Bibel ergibt. Ne? Das ist meine Position. Und dazu gehört auf jeden Fall, dass Jesus Christus Gott ist. Dazu gehört die biblische Lehre der Dreipersonalität Gottes, der Trinität eben. Und weil du sagst, okay, vor 10 Jahren wurde das nicht so geglaubt. Also erst einmal, weil du sagst, du hast Christen... Ich meine, vergiss mal die ersten 10 Jahre, im ersten Jahrhundert, zweiten Jahrhundert. Wo war der Heilige Geist? Ich meine, wie gesagt, Geist-Christologie, dann gibt es das Logos, ja, Logos sowieso, so Vernunft. Und das wurde heute sowieso ganz umgestellt, weil Logos ist vielfältig. Also Logos-Christologie ist ganz anders mittlerweile aufgebaut als damals, sage ich ganz ehrlich, ja. Da kann man viel diskutieren, ja. Ich meine, die haben ja geglaubt, Jesus ist ein göttliches Wesen, von Himmel herabgestiegen und hat sich mit Fleisch bekleidet, aber der Heilige Geist ist gar nicht anwesend mehr. Ja, das muss man mal auch ansehen. Wo bitte? Zeig mir mal bitte mal im ersten Jahrhundert. Wo? Wo? Justin der Märtyrer. Ja?
Oder hier Clemens von Rom oder Ignatius, haben die geglaubt an den Heiligen Geist? Der Heilige Geist, dass er Gott ist? Nein. Das ist heute dann später entstanden. Dazu werden wir inshallah ein Video machen und nochmal zeigen, die ganzen Kirchenväter, an was sie geglaubt haben, wie die geglaubt haben. Da gibt es mehrere. Ja, die haben auch an Halbgott, dass Jesus ein Halbgott ist, haben die auch geglaubt. Ja, Origenes, sage ich nur, ja. Und so weiter. Aber das ist nicht das Thema gerade. Getroffen und jetzt ist auch noch Zeugen Jehovas erwähnt. Er denkt, ich habe kein Ja, Wissen. Ja, die Sache ist folgende, dass die Bibel selber. Falsch, also ich sage mal. Das ist, ja, das ist. Ja, das ist auch heute noch. Ja, ich sag nur, heute noch gibt es hier Leute, die daran nicht glauben, dass Jesus Gott ist. Das ist irrelevant, ja. Also die Mehrheit, ich rede von Mehrheit der Christen, ja. Die glauben nicht, dass Jesus 1:1 der Vater ist. 1:1 der Vater ist. Also, die glauben schon, dass er. Ja, ich sage hier, die Mehrheit der Christen glauben nicht, dass 1:1 der Vater ist. Die Mehrheit. Aber das heißt nicht, dass es keinen gibt. Erstmal das. Zweitens, ich sage ja nicht, dass Christen daran geglaubt haben, von vornherein, dass sie aussagen, dass Jesus der Vater ist, sondern die bezeugen das mit ihrem Glauben. Weil wenn die sagen, Matthäus 26, Vers 39, ist Jesus auf dem Angesicht und hat gebetet, gibt es ja mehrere Stellen. Jesus hat gebetet, 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 gibt es viele Stellen. Und gleichzeitig ist er Gott und der Vater ist Gott, dann betet der Jesus, der Sohn, Gott an. Und Gott ist der Vater, und wenn die beiden Gott sind, beten sie sich selber gegenseitig an. Das meinte ich nur, das ist nur einfach so eine Denkweise, so ein Kopf. Also es ist einfach nur ein Denkanstoß gewesen, so gesehen, ne? Damit ihr mal Gedanken macht. Guck mal, ihr betet euren eigenen Gott an. Jesus ist dein eigener Gott. Und Jesus ist der Vater, weil der Vater ist ja auch Gott und alle drei sind ja eins. Ja, es ist nur ein Denkanstoß. Es war nicht jetzt so eine Aussage, dass die Christen aussagen direkt, dass sie. Klar, es gibt Christen. Ich kenne Christen. Ja, ich habe schon darüber mit denen auch diskutiert. Die glauben daran, dass Jesus der Vater ist durch diese Jesaja-Stelle. Und das weißt du auch. Das weißt du auch, dass es gibt. Du hast auch schon mit diesen Leuten diskutiert. Und den Namen, den ich gar nicht erwähnen will, der hat damals auch daran schon mal geglaubt. Ganz, ganz früher, schon lange her, über 2, 3 Jahre. Weil er ein Video gemacht hat darüber auch mal. Ich kann mich gut erinnern. Aber es ist nicht das Thema. Ja, so Gott das ist, ja? Aber nicht, dass er der Vater ist. Ja, das glaube ich auch nicht. Das ist auch nicht Inhalt der. Das ist nicht Inhalt der Trinität. Das ist nicht das, was die Trinität in sich schließt, dass Jesus der Vater ist. Sonst hätten Und ich wir. sage dann jetzt super, super, sehr gut. Warum? Weil ich finde es voll cool, wenn sie sagen, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, alle drei sind eins und alle drei sind nicht gleich und alle drei haben verschiedene, also sind in einem Wesen, ne? Drei Personen. Das finde ich voll cool, weil die sind leicht zu widerlegen. Die kann man immer zerstören. Ja, immer wieder. Weil das ist einfach, deswegen sagst du ihnen, gut, super, schön, dass du so Ja, glaubst. keine Bei Trinität. den Zeugen Jehovas viel schwieriger, der glaubt gar nicht, dass Jesus Gott ist. Weißt du, das ist langweilig heute. Wenn Jesus der Vater wäre, dann hättest du nicht zwei Personen, die Gott sind, ja? Ja, zum Beispiel, so ungefähr hat Origenes so ähnlich geglaubt, auch unter anderem. So ähnlich, nicht ganz, aber so ähnlich. Sehr gut, gefällt mir. Sehr gut. Also Sehr gut, gefällt mir. Weil ich liebe die Trinität. Ich liebe einfach diejenigen, die an die Trinität glauben. Ich verstehe mich richtig gut mit denen. Warum? Weil die sind so leicht zu widerlegen. Die widerlegen sich da selber, wenn sie sagen, hier ist Gott, Gott ist Gott und Vater ist Gott, der Heilige Geist ist Gott. Wenn die sagen, drei ist ein, ja, das widerlegen sie selber. Ich würde irgendwann mal so eine Transformer-Figur holen und dann werde ich euch mal zeigen, wie die glauben. Ja, dann werde ich einen Roboter machen und dann Auto machen. Der wurde Mensch, der wusste nicht, wann die Stunde eingetroffen ist. Dann wieder Roboter, er ist Gott geworden. So ungefähr glauben die immer wieder. Immer so, diese Lehre ist einfach eine irre Lehre. Man kann damit nicht gut schlafen. Und keiner von denen weiß wirklich, wer Gott ist. Keiner von denen. Die wissen selber nicht. Ja, die glauben nur an Theorien. Ja, die glauben einfach nur an irgendwelchen Vermutungen. Ja. Was hat Allah subhanahu wa ta'ala im Koran gesagt? Ja, nur Vermutungen, Mutmaßungen, ja, mehr nicht. Ich weiß nicht, ob du, ich weiß nicht, wie lange du in dieser Materie drin bist. Seit wann bist du Christ, wenn ich fragen darf? Seit 16 Jahren. Schon halb eins. Ja, sehr lange, okay. Da hast du bestimmt schon mal ein bisschen was dazugelernt. Hat er nichts gelernt. 16 Jahre und nichts, nur James White, James White, James White. Kannst Wirklich, er weiß gar nichts. Nee, das ist ja so, die meisten Christen, die wissen nicht, was die Trinität ist. Guck mal, ich weiß, was die Trinität ist. Kannst du die mal gerade wiedergeben? Würde mich interessieren. Weil das ist dann, ich muss dir zustimmen, das ist eine traurige Tatsache, dass die meisten Christen nicht wissen, was die biblische
Lehre der Trinität ist. Guck mal, es sagt sogar, die meisten Menschen wissen nicht, was die Trinität ist. Und er sagt, ja, das stimmt. Die meisten Menschen wissen nicht, was die Trinität ist. Also wir reden jetzt von meisten Christen, ne? Ist ja klar, er sagt, die meisten Christen, hier hört euch mal bitte nochmal an, für Apologetik, hau Ruf, hau Ruf, ich hau jetzt Ruf. Nee, das ist, guck mal, das ist, ich weiß nicht, wie lange du in dieser Materie drin bist. Seit wann bist du Christ, wenn ich fragen darf? Seit 16 Jahren. Sehr jetzt hauen wir Ruf. Ich habe schon mal ein bisschen was dazugelernt und kannst darüber reden. Schon mal sehr gut. Nee, das ist ja so, die meisten Christen, die wissen nicht, was die Trinität ist. Christen. Und jetzt? Ich weiß, was die Trinität ist. Kannst du die mal gerade wiedergeben? Würde mich interessieren. Das ist da, ich muss dir zustimmen. Das ist eine traurige Tatsache, dass die meisten Christen nicht wissen, was die biblische Lehre der Trinität ist. Das sage ich doch. Die meisten Christen wissen nicht, wer ihr Gott ist. Die meisten Christen wissen nicht, was die Trinität ist. Warum nicht? Weil es einfach zu viele Strömungen gibt, weil die Bibel jemanden verwirrt, weil es einfach zu viele Widersprüche hat, indem man Gott und Jesus vereinbaren kann in einem oder mit dem Heiligen Geist zusammen, alle drei in einem. Das geht nicht, dass man direkt daran glaubt. Das geht nicht, das ist unmöglich. Wenn wir jetzt sagen, Allah ist der Einer, der Absolute, ewig Unabhängige, von dem alles abhängt und nichts ist ihm gleich. Richtig? Und er wurde nicht gezeugt und hat nicht gezeugt und wurde nicht gezeugt. Ist ja klar. Ne? Daran glauben wir. Fest. Gehst du zu Afrika? Richtig. Gehst du nach Arabien? Richtig. Gehst du nach Deutschland, Europa? Glauben alle Muslime daran. Egal, wo du bist, keiner wird sagen, nee, Gott hat gezeugt. Gott ist nicht... Daran glauben wir, das sind die Eigenschaften Allahs, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Und diese Menschen haben immer noch nicht geglaubt und die wissen immer noch nicht, sagt er selber, er bezeugt selber, die Mehrheit der Christen wissen nicht über die Trinität. Warum nicht? Weil die Bibel täuscht, weil die Bibel Widersprüche hat, weil die Bibel jemanden verwirrt. Ja, ich habe so viele mit so vielen Fragen gesprochen, die meisten von ihnen haben gesagt, das ist ein schwieriges Thema und viele wollten am Telefon mit mir gar nicht reden, aus dem Grund, weil sie sich gar nicht getraut haben, eine Aussage zu machen, weil die wissen, die verlieren vielleicht ihren Job, wenn die irgendwas sagen. Und die wollten sich mit mir eher treffen und nicht mit mir am Telefon reden. Weil die wissen, wenn die jetzt sagen, ach, die Kirche hat das und das und das und das gemacht, ja, verfälscht und so, dann ist es vorbei für die, ja. Und viele, und es geht ja auch ums Geld und so, die kriegen ihren Lohn, die müssen ihren Wohnung bezahlen, die müssen essen, trinken und so weiter, ja. Und deswegen haben die das Ganze so gesehen am Telefon. Aber einer hat gesagt, ey, frag mich bitte nicht das. Frag mich alles, aber nicht das. Der andere meinte, das ist ein langes Thema, was da alles passiert ist. Das ist halt so, das ist eine Tatsache, das ist einfach eine irre Lehre. Eine Lehre, die halt irgendwann später entstanden ist, von Menschen einfach entstanden wurde, ausgedacht wurde. Konzil, ja? Im 4. Jahrhundert Konzil, da haben die sich gerade so ausgedacht und haben versucht, die Trinität in einem zu machen, drei in einem. Und später haben die dann wieder, was gemacht? Gott und Mensch in einem. Ja, dass die Gott und Mensch, das haben die auch später erst gemacht. Das ist erst im 5. Jahrhundert entstanden. Ja, und das ist es. Und hier bestätigt das auch unsere Apologetik absolut, der unser Christ, unser Held, dass die meisten Mehrheit der Christen nicht wissen, Christen sagt er noch obendrauf, nicht wissen über die Trinität. Jetzt gucken wir noch eine Minute an, dann machen wir hier aus. Das ist wirklich so. Also, die Trinität ist der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, drei Personen, eine. Weißt du? Was heißt denn, Moment, da muss ich gleich mal fragen, was du meinst mit einem? Ja. Warte, sag ich dir. Der Vater hat eine eigene Aufgabe, der Sohn hat eine eigene Aufgabe, der Heilige Geist hat eine eigene Aufgabe. Drei Göttertheorie. Es ist ein, angeblich ein Gott. Also glauben einige Christen. Okay? Mhm. Und so glauben auch die Mehrheit eigentlich der Christen. Nur? Die sagen nicht, dass Jesus Gott ist. Nur die sagen nicht, dass Jesus Gott ist. Ja, der Vater ist Gott. Also der Vater ist Gott. Und das macht wiederum dazu, wenn Jesus ein Vater Gottes wiederum, dass der Sohn, der Vater, den Jesus, den Gott anbetet. Und der, ja, versteht ihr? Das ist die Trinität, ne? Das ist, ich weiß nicht, wie weit du Bücher gelesen hast. Okay, reicht. Anstrengend. Also Apologetik absolut ist jemand, der wirklich jemanden verwirrt. Der kommt richtig mit irre Lehre an. Der hat seinen Verstand, ist ganz woanders, ja, ist gar nicht mal auf der Erde, irgendwo mit Satanen zusammen und irgendwann mal kommt er wieder und flüstert ihn ins Ohr rein, ins Herzen rein und kommt aus dem Munde nur Schrott raus, Schizophrenie pur, Gedanken von Shaitan, Iblis, klar und deutlich, ohne Wenn und Aber, ja, und der hat gar keine Argumente,
Und überlegt mal, Gott, wie kann er gerecht sein und barmherzig sein, gleichzeitig barmherzig sein? Leisekel Misliche, Gott gleicht niemanden, steht er in der Bibel genauso geschrieben. Ja? Und seine Barmherzigkeit, seine Gnade, sein alles, Gerechtigkeit ist über deine Vorstellungskraft. Und Gott muss dich nicht fragen, ja, muss dich nicht fragen. Und muss auch keinen, ja nee, für ihn, überleg mal, der, ja, ich will nicht viel reden, wir machen es jetzt aus, es reicht, Apologetik, tschüss, tschüss, tschüss.